Ja, servus. Wenn du wissen willst, wie ich hier diesen extrem coolen Getränkehalter gebaut habe, dann bleib auf jeden Fall dran. Nach dem Intro geht's auch schon los. Servus zu einem neuen Video von Let's Push. Ich bin der Karin und heute ist es endlich wieder soweit. Ich kann oder darf wieder ein Video drehen. Die Lage bei mir hier in der Werkstatt hat sich etwas normalisiert. Ich weiß nicht, wer von euch alle den Beitrag von mir gesehen hat. Bei mir hat es reingetröpfelt, beziehungsweise eigentlich schon fast reingeregnet in der Werkstatt. Mein Garagendach ist leider Gottes etwas undicht. Das Problem ist nicht wirklich behoben, allerdings mehr oder weniger zusammengepflegt, so dass ich jetzt einmal arbeiten kann. Und wenn es etwas wärmer wird in den nächsten 2, 3 Monaten, kommt dann definitiv eine endgültige Lösung. Aber das wird nicht ich, der Pusher, machen, sondern das soll gescheit gemacht werden, da wird sicher eine Firma sich drum kümmern. Bevor es aber mit dem Video losgeht, einige Worte zum Livestream, was ich letztens gemacht habe. Also mir selber hat es extrem Spaß gemacht, wird definitiv wieder einen Livestream bald geben. Eventuell, dass ich nicht allein bin, sondern mit einem anderen YouTuber zusammen. Wer das genau ist, alles zu seiner Zeit, verrate ich jetzt noch nicht. Muss ich noch schauen, wie wir das Ganze lösen werden. Eventuell eine Frage an euch, schreibt mir das einmal in die Kommentare. Sollen wir wieder, wie beim letzten Mal, einfach eine gemütliche Rederunde machen mit Fragen, die was von euch kommen? Oder sollen wir uns im Vorhinein ein bestimmtes Thema überlegen? Wenn ja, an was für ein Thema hättet ihr denn da Interesse? Schreibt das alles unten einmal rein. Das Ganze werden wir uns einmal anschauen. Ich persönlich wäre eher eigentlich für eine gemütliche Rederunde, weil ich die Befürchtung habe, selbst wenn wir jetzt ein bestimmtes Thema heraussuchen, dass wir am Ende dann bemerken, dass wir eigentlich gerade über komplett was anderes reden, als was das Hauptthema war, dass es dann sowieso ausschweifen wird. Deshalb wäre es, glaube ich, vielleicht besser im Vorhinein zu sagen, wir legen kein bestimmtes Thema fest, sondern fangen einfach mal gemütlich zum Reden an und mit eurer Hilfe, mit euren Fragen werden wir dann schon sehen, wohin das Ganze führt. So viel dazu. Da ich jetzt einige Zeit lang nichts in der Werkstatt bei mir gemacht habe, werde ich mit einem eher entspannten, einem einfachen Projekt starten. Aber wie immer, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach mal an. So Leute, nachdem wir jetzt ein paar Platten zugeschnitten haben, kommt jetzt der etwas schwierige Teil, weil wir wollen ja diese Platten hier überkreuzt ineinander stecken. Das heißt, wir müssen, nennt man das Überplattung, was ich jetzt eigentlich vorhabe? Ich nenne das jetzt einmal Überplattung. Das heißt, wir müssen auf beiden Bretter Schlitze reinmachen, damit wir das Ganze hier ineinander stecken. Auch da wird es sicherlich mehrere Möglichkeiten geben. Ich werde jetzt das Ganze mit der Tischfräse versuchen. Ist, glaube ich, meiner Meinung nach nicht die sicherste Methode, aber wahrscheinlich die schnellste. Ich probiere es jetzt einfach mal, dann sehe ich eh, ob das was wird oder nicht. Let's go! So Leute, das war jetzt einmal der erste Versuch mit der Tischfräse. Ganz wichtig, wenn ihr das wirklich mit der Tischfräse macht, äußerste Konzentration, so eine Tischfräse, jeder, der damit gearbeitet hat, weiß, wie schnell und wie gefährlich das Ganze hier ist. Da kann so schnell was passieren. Mir hat es auf der ersten Seite, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hat es mir das erste Stück, also genau beim Reinfahren, das erste Stück einmal gleich weggefetzt. Beim zweiten, wo ich das Ganze umgedreht habe, ist schon besser gegangen. Allerdings ist hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Genau. Also da war es auch kurz davor, dass mir das Ganze hier wegreißt. Ja, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die restlichen Stücke auch gleich mit der Tischfräse mache, weil wenn alle dann so ausschauen, ist es nicht das, was ich haben will. Somit haken wir das einmal ab. Wir haben es probiert, wissen, wie es ausschaut.
und probieren die nächste Methode aus. So Leute, das wäre Möglichkeit Nummer 2, dass man einfach mit der Tischkreissäge die zwei Linien macht. Dadurch, dass dann die zwei Seitenteile gleich sind, spart man sich zumindest vom Parallelanschlag, dass man hin und her schiebt, weil man kann das Ganze wenden. Beide Seiten sind dann komplett identisch, also von der Abmasse her zumindest. Natürlich muss man dann ein bisschen nacharbeiten, man muss dann mit der Handsäge das restliche Stück vom Schnitt bisschen weitermachen und das Ganze dann wegstanzen. Dauert zwar länger, aber die Arbeit ist wesentlich sicherer und vor allem man beschädigt dann die Fronten nicht. Mir ist auch noch eingefallen, was ich auch bei der Tischfräse hier hätte probieren können. Wäre wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen, dass ich das Brett hier nicht direkt durchschiebe, sondern das davor gebe. Und ich glaube, dann würde das wahrscheinlich auch nicht durchbrechen. Das könnte ich auch probieren. Ich werde es jetzt aber so machen, ich habe den Parallelanschlag ja schon eingestellt. Ich mache den Rest jetzt genauso, wie ich es jetzt beim zweiten Versuch gemacht habe. Wenn ich die Dinger dann habe, hoffe ich, dass die auch zusammenpassen. Aber das werden wir mal sehen, wenn ich dann die restlichen Teile gemacht habe. Das Ganze mal soweit fertig geschliffen haben, dann schauen wir dabei, ob das Ganze auch zusammenpasst, so wie ich mir das vorstelle. Voilà. Und so schaut das Ganze aktuell aus. Wir sind aber noch nicht fertig. Und zwar will ich, weil dieser Platz hier komplett verschwendet wäre, will ich das Ganze hier zu haben. So der Plan. Das heißt, ich schneide mir noch zwei Bretter zu und dann schaue ich, ob ich das Ganze dann hier anschraube oder verdübel oder keine Ahnung. Irgendwie werde ich das schon schaffen. So Leute, so schaut das Ganze aus. Ich finde, das ist wirklich extrem spektakulär geworden. Also mir gefällt es extrem gut. Ich habe es dabei mit Colaflaschen eingefüllt. Natürlich kann man alles Mögliche da reingeben. Nur solltet ihr im Vorhinein euch genau überlegen, was da reinkommt. Weil die Größe könnt ihr natürlich dementsprechend auf eure Flaschen anpassen. Ich habe es jetzt extra groß gemacht. Weil es kann sein, dass jetzt statt den wirklich riesigen Colaflaschen nur Weinflaschen reinkommen oder umgekehrt. Deshalb habe ich es extra groß gemacht.
Ihr könnt es natürlich machen, so wie ihr es wollt. Was ihr aber auch noch machen könnt, nur als Beispiel, es muss nicht nur so sein, es kann auch auf die Länge bezogen werden. Also hier könnt ihr das Ganze einfach weitergehen und ihr habt quasi so längeres Regal. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll, aber man könnte das Ganze auch auf die Länge ziehen. Was ich aber euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist die Tiefe von dem Ganzen. Ich habe es jetzt 20 cm gemacht. Im Nachhinein betrachtet, wenn ich das Ganze kurz auf die Seite drehe, die Flasche schaut hinten so wie 6-7 cm raus. Stört mich jetzt persönlich nicht. Würde ich jetzt aber von 9 bauen, würde ich das auf jeden Fall anders machen. Und zwar das Ganze, jetzt statt 20 würde ich 30 cm machen, so dass die Flasche wirklich komplett in dem Ganzen drin verschwindet und nur vorne das Stückchen rausschaut. Zwei Plätze habe ich noch, das heißt 8 Flaschen passen bei mir rein. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, das Ganze auf die Länge ziehen, wie ihr es wollt. Man könnte das Ganze auch 3 Meter lang machen. Was mich persönlich jetzt erstaunt hat, die Verbindungen, ihr habt es gesehen, ich habe es zusammengeklopft. Das heißt, da ist weder Leim noch sonst irgendwas drauf. Das Ganze ist aber so exakt ausgeschnitten worden, also diese Ausschnitte, was ich gemacht habe, waren so exakt, dass ich das Ganze reinklopfen habe müssen. Da ist jetzt weder Leim, sonst irgendwas drin, das haltet bombenfest, wird wahrscheinlich nie wieder von alleine rausgehen. Die zwei Endteile habt ihr gesehen im Video. Ich habe es nicht verdübelt, ich habe es geschraubt. Stört mich jetzt persönlich nicht, dass man da von außen Schrauben sieht. Das Ganze hat für mich einen funktionellen Wert. Das heißt, es muss funktionieren, was es auch tut. Wem jetzt die Optik eine größere Rolle spielt, wobei, das klingt jetzt so, als wäre das Ganze schier. Also es schaut meiner Meinung nach wirklich extrem gut aus. Ich bin extrem zufrieden. Aber wem die Schrauben da stören, der könnte das Ganze verdübeln. Würde genauso halten wie so eine Flasche. Also da drückt jetzt nicht wirklich mit dem Gewicht irgendwie drauf. Würden die Dübeln genauso gut halten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zum Erwähnen zu dem Ganzen. Falls ja, fragt mich einfach, schreibt mal das in die Kommentare. Wo ich aber auch schon bei dem Thema bin, Kommentare. Leute, schreibt mal eure Meinung rein, wie immer. Ich freue mich drauf, auch wenn es Kritik sein sollte. Ich bin kein Schreinermeister, ich bin genauso am Lernen. Durch eure Hilfe werde ich auch von Mal zu Mal besser. Glaube ich jetzt zumindest, das müsst ihr dann beurteilen. Schreibt mal alles, eure Meinung, Kritik, was auch immer, schreibt es in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf. Zum Einstieg war das für mich ein perfektes Projekt, dadurch, dass ich jetzt da zeitlang nichts gemacht habe. Das einzige Komplizierte bei dem war, dass die Überplattung wirklich exakt passt. Aber man kann es an Probestücken das Ganze ausprobieren und wenn das Ganze einmal eingestellt ist, passen die perfekt rein, so wie bei mir. Und man muss dann weder was verkleben oder sonst was, sondern nur miteinander verbinden. Ja, im Großen und Ganzen war es das auch schon. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Mir hat es jede Menge Spaß gemacht. Sehr schönes Anfängerprojekt, würde ich einmal sagen. Für jeden ideal zum Nachbauen. Und solltest du neu auf diesem Kanal sein und dir gefallen solche Projekte, dann schau doch in meinen Kanal rein. Da sind jede Menge davon drin. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, dann wirst du in Zukunft keines dieser Projekte verpassen. Leute, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis die Tage. Ciao, ciao.